Okay, ich dachte, heute saufe ich nicht mehr, aber heute ist auch, komm, schön hier noch einen rein. Hallo in Deutschland, Kameraden. Wie ihr wisst, zeigen wir euch einen Einblick nicht nur Kurve in Drift Life, sondern ins komplette Leben. Kurva, das ist doch dann Drift Life. Wenn nicht hier, dann spätestens auf Instagram. Kameraden, viele wissen, dass Osaka ein großer Fan ist von Ostgermanien. Das ist alles Nostalgie. Sogar hier Toilettenpapier wie in Sowjetunion, wie 40er Schmirgelpapier gegen Hämorrhoiden kann man auch gut verwenden. Und Kameraden, es gibt jetzt eine Entwicklung im Spalak sein Leben, die auch Einfluss auf euch haben wird. An die Kameraden, die im Livestream mit dabei waren, die erinnern sich noch, was Rusak hier gesagt hat. Der hat gewonnen. Ja. Hast ihm seinen Sohn. Der ist 35. Der hat schon Sohn, dies, das. Guck mal, hier fährt Driftmasters, erster Platz. Und jetzt? Und bei dir? Ziel für Ding nächstes Jahr? Kind oder was? Ja, warum nicht? Okay. Wäre schon mal ein Anfang. Das mit dem Fahren kann man dann auch aufbauen. Was soll Palak sagen? Palak hat auf Rusak gehört und losgelegt. Mashallah, Bruder! Ja, es ist Nachwuchs unterwegs und Palak wird Tata. Das Ganze hat Rusak mit euch im Livestream vor kurzem mitbekommen. Und das Ganze sah so aus. Kameraden, Palak wird Vater, Emka ist schwanger. Freust du dich? Aber jetzt machst du alles alleine. Also, Ding, ich bin so, also einerseits freue ich mich, ich weiß es so, Schockstarre, weißt du? Ja, bis jetzt, Alter, zweifach jetzt, ja, Zwillinge oder was? Vielleicht, man weiß es nicht. Nee, also ist einfach nur, ist das jetzt, verarschst du mich jetzt oder ist das ernst jetzt, Alter? Emma, Glückwunsch. Bis jetzt, du hättest mir das vorher vorbereiten können. Nein, kurz war hier in Offline, kurz gearbeitet. Ich trinke noch mal einen. Okay, ich dachte, heute saufe ich nicht mehr, aber heute ist auch, komm. Schön hier noch einen rein, Alter. Nimm direkt ein Ding. Weil ich gewusst habe, dass der Rusak-Kurva skeptisch ist und ich glaube, gibt Beweisbilder. Habt ihr das vielleicht mit PCR-Test verwechselt? PCR-Test steht auch immer positiv, negativ. Also, wenn Junge wird, nennen wir ihn Silvio. Und wenn Mädchen wird, nennen wir Silvana. Oder? Okay. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Du bist ein Arsch einfach nur, Alter. Ich sitze da so. So, ich. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, was soll ich sagen? Spenden bitte bei der Einkommensteuererklärung in der Anlage N angeben, nicht vergessen, ja. Siehst du, da geht's schon los. Das ist Germane jetzt. Und das ist einer vom Finanzamt. Was wollen die mir wegnehmen? Sollen sie mir halt mein Geld wegnehmen? Sollen sie mir meine Wohnung wieder wegnehmen? Ist egal! Guck hier, glaubst du jetzt? Oder denkst du einfach, sie ist fett geworden? Wie ist jetzt? Also, das hast du doch angezogen, das Pullover. Und das ist dein Körper, das erkenne ich doch. Jo. Ich hätte den Kleinen dir mitgebracht, aber Emma hat gesagt nein. Wen? Den? Ist er schon da? Echt jetzt? Willst du das nächste Bild sehen? Ist das Junge? Ich beschäftige mich gerade, dass du Kind hast, wie ist das? Also ich. Das ist. Die Emotionen finden gerade bei mir innen drin statt. Und ja, Kameraden, seitdem ist bei Rusak da oben in der Schaltzentrale was durchgebrannt. Jeder, bei dem der Typ, bei dem, bei jedem, bei der, bei. Hier Abend am Nürburgring Drift Cup teil. Druck Flammen, deswegen immer halt schön vorsichtig, Chorkopf für Kopf, Chorkopf.
Ihr habt selbst im letzten Video gesehen, wie er sich Kurva selbst penetriert hat. Bei dem muss die Denkmurmel da oben Kurva ein Aero haben. Anders da kann sich Palak das nicht erklären. Weil ihr wisst, normalerweise braucht er zum Schrauben Jahre, wird alles dreifach, fünffach kontrolliert und gemacht. Da Kurva war er blind. Einmal ist Palak nicht dabei und er scheißt komplett rein. Palak hat ihm seine Meinung darüber schon mitgeteilt. An die, die jetzt denken, okay, 9 Monate, dann kommt erst Nachwuchs. Bis dahin Kurva noch Vollgas. Geburtstermin Ende Januar. Damn! Ja, genauso überrascht war der Russack auch. Deswegen wissen wir schon, ob es Männlein oder Weiblein wird. Und das Ganze wurde Driftlife-mäßig verkündet. Dank fürs Organisieren an Pepe. An dieser Stelle geht raus. Die Farbe entscheidet. Ich hab's gewusst! Ein Junge! Was für Experimente waren das? Weil er keinen Späti fährt, haben wir Reifen sogar mit WD-40 eingesprüht. Okay, jetzt schnell weg, die Cops kommen. Ja, Kurva, es ist Palak Junior unterwegs. Das freut Palak umso mehr. Aber Kameraden, habt ihr mal versucht, einen jungen Namen zu finden, Kurva, der selten und geil ist? Katastrophe. Also, jetzt habt ihr Chance. Schreibt in die Kommentare eure Vorschläge. Vielleicht ist einer dabei, der es am Ende wird. Weil Palak und sein Raketenbunny verzweifeln langsam. Palak ist ehrlich. Ich weiß nicht, wie es nach Ende Januar weitergehen wird. Aber Palak und Russack werden alles geben, dass ihr selbe Qualität und selbe Menge an Video, die ihr gewöhnt seid, weiterhin bekommt. Es ist schon 6.55 Uhr. Normale Menschen schlafen. Palak hat spezielle Umstände. Und davon reden wir noch gar nicht. Aber warum sich Palak aus dem Schnitt meldet, hat folgenden Grund. Damit wir euch nicht immer selbe gleiche Content liefern, wie auf anderen YouTube-Kanälen in dieser speziellen Zeit, Frage an euch. Wenn er draußen hat ein geiles Automobil, eine krasse Werkstatt oder einen brutalen Toaster, den man den Kameraden da draußen zeigen sollte. Wenn du jetzt sagst, ja, ich Kurva, oder ihr habt krasse Content-Ideen, dann mach Meldung, dann kommt vielleicht Palak und Russack bei dir und deinen Kameraden vorbei. Kurva, wollte ich noch was sagen? Aber Kameraden, wir sind wie ihr. Hauptberuflich arbeiten wir täglich an anderen Baustellen. Вовка, чуть-чуть ровнее, блядь, правый. Ёбаный, Вовка, стой на месте. Daher sind wir für jede Unterstützung aus Community dankbar, denn jeder Like und jeder Kommentar sorgt dafür, dass Alkohorhythmus Driftlife weiter verbreitet. Danke an die Kameraden, die das unter jedes Video auch immer wieder machen. Palak und Russack sehen das immer und danken von Herz. Egal ob 1, 2, 3 Mal kommentiert, Alkohorhythmus freut sich. Das Wichtige ist, nächste Drifter für Driftlife YouTube Kanal ist bereits unterwegs. Erster Overall liegt schon bereit. Übrigens, nächster Livestream von Palak und Russack ist am 25.12. um 20 Uhr. Palak hofft, ihr seid mit dabei. Das war's, Kurva, von diesem Video. Palak wollte diese Information mit euch teilen. Bis bald am Samstag im Livestream und Palak ist auf eure Namensvorschläge gespannt. Und Kameraden, macht euch keine Sorgen, denn Palak ist vorbereitet. Now without a fucking bloody clock from making these niggas like this, I'm taking these bitches off.